Kann ich den Gruß aufziehen auf Machu Picchu? Haben wir oben ein bisschen gewartet, dass sich der Nebel auflöst. Und jetzt fangen wir an, dass wir Machu Picchu exploren. Das ist die Storage Area gewesen, das Granary, Lagerstelle. Und durch die großen Fenster zur linken ist die kalte Luft vom Tal heraufgezogen und hat das da kühl gehalten. Real Panaka. What do you mean Real Panaka? Royalty Family. Yeah, between of them, all the people who are under them. So the people from here, three, together. So one, two, three, then this one, then class is dominated. Das runde Gebäude da unten ist der Tempel der Sonne. Es hat zwei Fenster, wo die Sonne durchscheint. Einmal zur Sommersonnenwende und einmal zur Wintersonnenwende. Dadurch haben sie dann genauere Jahreszeiten timen können. Da sieht man einen Steinbruch, wo sie die Steine hergenommen haben, um Machu Picchu zu bauen. Um die großen Steine zu zerlegen, haben sie verschiedene Techniken gehabt. Haben zum Beispiel Holzkeile in den Stein getrieben, die sie dann mit Wasser aufgebläht haben, dass sie den Stein zersprengt. Und dann haben sie die großen Blöcke genommen und mit bis zu 100 Leuten herumgezahlt da. Thank you.
Um die Entdeckung von Machu Picchu ranken sich einige Geschichten. Ja. Der Forscher, der es entdeckt hat, hat einige Wertgegenstände, also so Tonkrüge und Keramik und so mitgenommen, in die USA. Die sind jetzt dort in der Yale University ausgestellt. Ein paar sind allerdings nach 100 Jahren, also 2011, nach der Wiederentdeckung zurückgegeben worden und sind jetzt in Cusco ausgestellt. Und zu dem Baum in der Mitte von dem Komplex gibt es die Geschichte, dass der umgepflanzt werden sollte, weil die Wurzeln die Mauern zerstören. Aber beim Ausgraben vom Baum haben sie das einzige Stück Gold, das es angeblich da gibt, gefunden, ein Armbandel. Und das haben sie dann da stehen lassen. Angeblich hat der Forscher, der es entdeckt hat, sonst kein Gold oder Silber da gefunden. Angeblich. Es sind nur die Mauern wieder rekonstruiert worden, die ja noch halbwegs gestanden sind. Und da unten sind ein paar, die haben so gelassen, wie sie es gefunden haben damals. Insgesamt ist aber ungefähr 80-90% von dem ganzen Komplex original erhalten und nicht rekonstruiert, was ziemlich beeindruckend ist und der Tatsache geschuldet ist, dass eben Machu Picchu vergessen worden ist. Man hat mehr gewusst, dass es existiert oder wo das ist. Dadurch haben es die Spanier nicht zerstören können, so wie sie es mit großen Teilen von Cusco und anderen Inka-Städten gemacht haben.